Letzte Aufbauarbeiten. Zum Anstich muss alles fertig sein. Dass das 11-tägige Fest heute Abend losgehen kann, war lange Zeit unsicher. Denn noch nie musste sich Bürgermeister Jens Machold mit so viel Papierkram herumschlagen. Stress. Aber nicht nur Stress, auch die eine oder andere schlaflose Nacht. Die Aktenberge zeigen es ja, ich meine, das schreibt sich ja alles nicht von selber. Aber ich meine, es sind die Aktenberge ja nur ein Teil, sondern es geht ja auch darum, es muss ja auch praktisch umgesetzt werden. Und da war von Emissionsschutz bis Brandschutz alles mit dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da war man manchmal am Verzweifeln. Aber umso glücklicher sind wir jetzt im Ergebnis, dass das so gut läuft. Der Verzweiflung geht ein vierjähriger Streit voraus. Grund: dieser Anwohnerin hier war es zu laut. Ihr Haus ist direkt hinter der Volksfesthalle. Sie reichte eine Petition im Landtag ein, klagte später sogar vor dem Verwaltungsgericht für besseren Lärmschutz. Vor der Kamera möchte sie nichts sagen. Sie wirft der Stadt vor, sie als Volksfestgegnerin zu stilisieren. Immerhin hat sie erreicht, dass der Markt nachbessert. Wir befinden uns jetzt im Bereich der Vorbereitungsküche, Festküche. Also insoweit alles, was hier mit Lärm dann auch zu tun hat, ist dann entsprechend verbaut. Da war früher eigentlich nur so eine Art Zelt drüber gebaut. Jetzt sind Küche und Bierfässer unter einem mobilen Häuschen verschwunden. Zudem hat man leisere Kühlaggregate angeschafft. Und die Soundanlage der Bühne wird ab 22 Uhr gedrosselt. Gekostet hat das die Gemeinde fast 150.000 Euro. Ein unabhängiger Gutachter hat die Lärmschutzmaßnahmen abgenommen. Jetzt soll sich in den nächsten Tagen zeigen, ob das Konzept aufgeht. Man ist zuversichtlich im Rathaus, aber auch nervös. Denn die Anwohnerin könnte immer noch eine einstweilige Verfügung ins Haus flattern lassen.